Hochdruckgebiete über Skandinavien und dem südlichen Mitteleuropa lenken kalte Luft zu uns. Tief Erhan lädt im Südwesten Deutschlands viel Schnee ab. In der kommenden Nacht ist mit Tiefstwerten von minus 2 bis minus 4 Grad zu rechnen. Dazu ist der Himmel stark bewölkt. Örtlich schneit es, doch meist bleibt es trocken. Am Donnerstagvormittag gibt es kaum Sonne, dafür viele Wolken und an wenigen Stellen auch Schnee, bei Höchstwerten um minus 1 Grad. Auch am Nachmittag behalten Wolken und Schnee die Oberhand. Am Freitag liegen die Höchstwerte bei minus 2 Grad, dazu ist es wechselnd lokal auch stark bewölkt. Zwischendurch kann aber immer wieder die Sonne scheinen. Der Samstag zeigt sich ziemlich bedeckt und kalt bei Temperaturen von minus 3 Grad. Am Sonntag spitzt die Sonne gelegentlich durch, bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt.